Nach Neuelektroinstallation in einem Gebäude müssen wir unter anderem den Schutzleiter PE und die Hauptpotentialschiene, die Potentialausgleichsschiene, prüfen. Die Durchgängigkeit des Schutzleiters müssen wir mit einer Messung des Widerstandes zwischen dem Schutzleiter, dem Hauptschutzleiter im Hausanschlusskasten und der PE-Schiene im Stromkreisverteiler und dem Schutzleiteranschluss an den Steckdosen an allen Betriebsmitteln mit Schutzleiter nachweisen. Bei jeder Messung, also bei dieser Messung, ist die elektrische Anlage auszuschalten, also im stromlosen Zustand die Messungen durchzuführen, und der Neutralleiter ist auch zu trennen. Am besten können wir den Neutralleiter hier im Stromkreisverteiler, die als Zuleitung kommt, abklemmen. Neben dem Schutzleiter müssen auch der Leiter des hier im Schutzpotentialausgleichs, im Hauptpotentialausgleichsschiene, mit den PE-Verbindungen zum Hausanschlusskasten und zu den einzelnen metallischen Teilen wie Wasserrohre, Gasrohre, Heizungsrohre, Antennenanlagen, Fernmeldeanlagen, alle müssen überprüft werden, also geprüft werden. Zuerst einmal, dass die Schutzleiter, die hier an die Hauptpotentialschiene verbunden sind, dass die Durchgängigkeit des Schutzleiters vorhanden ist. Das heißt, wenn wir hier aus dem Rohr, vom Rohr, Wasserrohr, eine Verbindung haben mit einer Schelle und diese dann hier an die Hauptpotentialschiene anschließen, um gleiches Potenzial hier im Erdreich, mit dem Erdreich zu schaffen und mit allen metallischen Teilen im Gebäude zu schaffen, muss diese Verbindung dann auch durchgängig sein und niederohmig sein. Und die Grenzwerte sind natürlich abhängig von der Leitungslänge zum Beispiel zu der Steckdose, Querschnitt zum Beispiel 1,5 Quadratmillimeter, 2,5 Quadratmillimeter und den Übergangswiderständen. Wir haben ja hier auch so Abzweigdosen, wo wir auch Klemmen setzen, und dann haben wir Übergangswiderstände. Und als Grenzwert ist hier ein Grenzwert für den Schutzleiterwiderstand ist nicht angegeben in den DIN-VDE-Norm, aber ein Richtwert. Und ein Richtwert wäre jetzt kleiner als 1 Ohm bei den Verbindungen zu den elektrischen Betriebsmitteln wie die Schutzkontaktsteckdose oder Beleuchtungen, und beim Hauptpotentialschiene muss es kleiner als 0,1 Ohm sein. Diese Messungen sind nach der DIN-VDE-Vorschrift vorgegeben. Die Prüfung des Schutzleiters PE und der Hauptpotentialschiene ist nach der DIN-VDE-Vorschrift vorgegeben. Wir müssen das, bevor wir hier die Anlage unter Spannung setzen, in Betrieb nehmen, müssen diese Messungen dann auch durchgeführt werden. Und nachdem die Grenzwerte, die Richtwerte eingehalten werden, können wir die neu installierte Anlage unter Spannung setzen. Wir gehen dann immer hier, wenn wir das alles hier stromlos haben, mit einem vorgeschriebenen, zugelassenen Messgerät, gehen wir dann immer mit einem Messkabel hier hier zum Beispiel an der PE-Schiene und hier an der Steckdose den Schutzleiteranschluss. Und hier muss dieser Grenzwert kleiner als 1 Ohm sein. Natürlich sind diese Strecken dann auch weit, deshalb müssen wir auch die Messkabeln längere Messkabel nehmen
und es gibt dafür geeignete Messkabeln und die müssen dann auch kompensiert werden, dass die dann die Messungen nicht verfälschen. Diese können wir dann in der Bedienungsanleitung des Messgerätes, des zugelassenen Messgerätes für diese Messungen dann auch durchlesen, wie wir diese Messkabeln dann kompensieren können, also rausrechnen können, dass die nicht beeinflussen, die Messungen. Und wir messen einfach mit der einen Spitze, gehen wir dann hier an den Schutzleiter, mit der anderen Spitze gehen wir hier an den Schutzleiteranschluss von der Schutzkontaktsteckdose oder gehen dann zu einer anderen Steckdose und immer werden diese Strecken der Schutzleiteranschluss dann gemessen.